Hi meine Lieben, heute gibt es den Monatsrückblick zum Januar von mir. Wahnsinn, wie schnell der erste Monat im neuen Jahr schon wieder vergangen ist. Und natürlich ist er anders gelaufen, wie ich gedacht hatte. Ich habe ja noch stolz verkündet als Leseziel, dass ich weniger Bücher und Manga und so besorgen werde, was auch eigentlich vom Prinzip her gut geklappt hätte, wenn ich mal nicht wieder Vorbestellungen vergessen hätte, die auch noch rein Vorbestellungen waren. Aber bevor ich da lang um den heißen Brei rede, zeige ich sie euch, weil dann klärt sich das Ganze von selber. Denn es kam eine Fairy Loot Vorbestellung von mir an, die ich vor fast einem Jahr getätigt habe. Dementsprechend war ich zumindest glücklich, weil man Fairy Loot ja immer vorab bezahlt. Das heißt, die sind auch schon bezahlt gewesen, nur hatte ich die nicht mehr ganz so auf dem Schirm, dass sie jetzt im Januar tatsächlich schon kommen. Ich hatte sie irgendwie etwas später datiert. Aber dementsprechend sind allein schon 7 Bücher für die Shatter Me-Reihe von Tahereh Mafi eingezogen. Aber sie sind so schön. Ich vermute, dass man die jetzt nicht so schön sehen wird, weil sie so metallic sind. Aber die sind einfach absolut schön, ich freue mich auch riesig drüber, aber allein wegen der Bestellung kann man sagen, habe ich ja schon 7 ungeplante Neuzugänge, die ich jetzt nicht so ganz unter den Tisch lassen fallen kann. Aber naja, hilft nichts. Bücher, die ich allerdings vorbestellt hatte und auf die ich mich sehr freue, ist zum anderen das neue Buch von Lynn Painter, Love Game. Einzelband, sogar noch mit ganz süßem Farbschnitt. Der Grund allerdings, warum ich es unbedingt jetzt schon haben wollte, ist nämlich Lynn Painter. Mir hat ja Mr. Wrong Number letztes Jahr so gut gefallen und das ging ja auch relativ viral. Deswegen wollte ich als gute Lektüre unbedingt auch ihr neues haben. Im Sommer kommt ja, glaube ich, noch eins. Aber das steht auch schon auf meiner To-Read-List für die nächsten Wochen. Ich hoffe drauf, dass es genauso lustig und humorvoll wieder ist. Und hier geht es um die junge Frau Hallie. Als Hallie Paper aus dem Hotelzimmer eines One-Night-Stands schleicht, wird ihr klar, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Und weil dazu eine Beziehung gehört, meldet sie sich bei einer Dating-App an. Diese schlägt Hallie ausgerechnet Jack Marshall vor, den Mann, mit dem sie die besagte Nacht verbracht hat. Jack ist nicht nur unverschämt sexy, sondern bringt sie auch zum Lachen. Aber er kann nicht der Richtige sein. Schließlich hatte er sich gerade erst von seiner fast Verlobten getrennt, als es zu der heißen Nacht mit Hallie kam. Also erteilt Jack sie via App eine Abfuhr. Aber die beiden schließen trotzdem Freundschaft und es kommt zu einer Wette. Wer zuerst die Liebe findet, gewinnt. Blöd nur, dass sie ihre Zeit lieber miteinander verbringen, als mit der Suche nach Traumpartnern. Klingt wieder total goldig. Ich freue mich drauf und das war mein erster selbstgetätigter und eingeplanter Neuzugang. Der nächste war schon wieder ungeplant, freut mich aber umso mehr, weil es war ein Gewinn, den ich erhalten habe, der mich so gefreut hat. Das Buch stand auf meiner Wunschliste, allerdings hat es irgendwie seinen Weg noch nicht zugefunden oder ich konnte es noch nicht einplanen. Es ist nämlich Maike Voss Sirens, der erste Band, Das Glühen der Magie. Den habe ich, wie gesagt, auf TikTok bei einem Gewinnspiel gewonnen und es freut mich total, weil ich liebe ja eigentlich alles, was mit Meereswesen, Meerjungfrauen, Sirenen zu tun hat. Und deswegen freut mich der Neuzugang sehr, sehr, sehr. Der zweite Band ist dementsprechend schon auf die Wunschliste gewandert. Und weil es ein Gewinn ist und ich mich sehr darüber freue, werde ich auch schauen, dass ich das in den nächsten Wochen schon lesen werde, damit der nicht auf meinem Sub im Nichts verschwinden wird. Dann ein Zugang, okay, da muss ich sagen, habe ich auch nicht damit gerechnet, denn er hätte eigentlich schon im November kommen sollen. Da hat man ihn auch oft auf Social Media gesehen, mittlerweile wieder etwas seltener. Es ist nämlich Double Crush von Nina McKay. Wenigstens noch mit Farbschnitt. Warum er später kam, ich habe mir den nämlich signiert, bei der Buchhandlung Graf vorbestellt und manchmal dauern die ja ein bisschen länger als ET, weil bis dann die Autoren zum Signieren kommen. Und da habe ich mich schon immer gefragt, okay, dann war Dezember, dann war es Richtung Weihnachten und war mir erst nicht mehr sicher, habe ich es doch
bestellt. Dann habe ich nochmal nachgeguckt. Ich hatte es bestellt und habe dann nachgefragt. Und dann kam die Rückmeldung, dass scheinbar die Palette bzw. die Buchvorbestellung, die sie für die Signation geplant haben, für die Signierung, irgendwie verschwunden ist, verloren gegangen ist. I don't know, keine Ahnung, wie so viele Bücher verloren gehen können. Jedenfalls kamen die neu bestellten Bücher von ihnen dann erst nach den Weihnachtsfeiertagen, bis dann signiert wurde. Und dementsprechend kam das Buch bei mir erst Mitte Januar an. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, auch wenn es meine Leseplanung und meine Neuzugängeplanung wieder gehörig durcheinander gebracht hat. Mein zweites selbst vorbestelltes Buch ist ein Buch, wo ich den ersten auf meiner To-Read hatte für Januar. Habe es leider nicht geschafft, deswegen Februar. Aber auch da brauche ich nicht viel zu sagen, weil es die meisten kennen. Es ist nämlich Hunting Prince Dracula von der lieben Carrie Maniscalco, Die gefährliche Jagd mit Farbschnitt. Und da muss ich allerdings sagen, ich war im Buchhandel und habe mir die Exemplare angeguckt. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Farbschnitt, nicht wegen Motiv, sondern von der Qualität, weil wirklich sämtliche Exemplare keinen gut gedruckten Farbschnitt hatten. Also es ist alles immer so, ja, wie als wenn die Farbe ausgegangen wäre. So haben sie gewirkt. Finde ich sehr schade, weil, könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, jedenfalls der zweite Band durfte einziehen. Dann noch eine Vorbestellung, die kam, die ich im Hinterkopf hatte. Also das war eine Vorbestellung, die ich im Hinterkopf hatte. Und ein Zugang, der mich so gefreut hat. Aber das zeige ich euch noch hier. Und zwar ist es nämlich der zweite Abschlussband, auch der Dilogie Two Twisted Crowns. Die Dilogie von Rachel Gillick wird ja demnächst, ich glaube im Frühjahr oder im Sommer, bin mir nicht sicher, müsste bei Lux, glaube ich, bald erscheinen. Und ja, ich habe den ersten bei einer Fairy Lootbox erhalten und dementsprechend wollte ich natürlich den zweiten auch in der passenden Ausgabe da dazu haben, auch wieder mit schönem Wendecover und Signatur. Und nun zum letzten Buch, das ist so besonders. Da habe ich auch auf TikTok ein Unpacking gemacht, weil es mich so gefreut hat. Viele von euch wissen es vielleicht, vielleicht auch nicht, dass ich unter anderem auch für den Lycro Verlag blogge und gerne ab und zu ein paar Videos erstelle, bei den Cover Reveals helfe und sowas. Und da habe ich jetzt mein erstes Printleseexemplar von Ihnen bekommen. Das kam die letzten Tage per Post und hat mich sehr, sehr gefreut. Es ist nämlich der aktuelle Einzelband von Liz Rosen, die ja viel im Dark Fantasy und Dark Romance Bereich schreibt. Soulkeeper, seine Küsse schmecken nach Blut. Es sieht so schön aus. Also es sieht richtig schön aus und fühlt sich richtig, richtig toll an. So leicht samtig, aber ohne, dass man die Fingerabdrücke immer sieht. Und mit, hab's ganz süß, mit Postkarten und allem Deck und sogar einem Overlay. Wahnsinn. Was ich euch aber hier noch zeigen wollte, jedes, seht euch das mal an. Ist es nicht schön? So liebevoll und schön gestaltet, jeder Kapitelanfang. Also richtig toll. Wenn ihr so unter die Dark Romance und Fantasy Leser gehört, könnt ihr euch das gefallen. Ich lese euch mal kurz den Klappentext vor, weil es doch ein bisschen. Du hast Angst, den Verstand zu verlieren, Anima Mia. Dabei gehört er bereits mir. Genau wie der Rest von dir. Als Juliana Zeugin eines Mordes wird, kann sie nicht glauben, dass ausgerechnet ihr attraktiver Mitschüler Rune den Opfer das Blut ausgesaugt hat. Statt sie jedoch ebenfalls zu töten, lässt er sie jetzt nicht mehr aus den Augen und zieht sie immer tiefer in seine dunkle Welt. Denn er gehört zu den Soulkeepern, einer Gruppe untoter Seelenfresser, die geschaffen wurden, um die Menschheit vor den abtrünnigen Seelen zu retten und denen lediglich eines fehlt, um die Welt zu zerstören. Julianas Blut. Nun soll ausgerechnet Rune ihr nicht mehr von der Seite weichen. Dabei dürstet es ihm nach weit mehr als ihrer Seele. Er möchte ihr Herz und Juliana weiß nicht, ob sie es vor ihm beschützen kann. Das klingt so gut. Es ist ein Einzelband. Habe extra nachgeguckt. Und ich freue mich schon riesig drauf. Das wird definitiv eins meiner nächsten Bücher werden. Und das ist so schön. Und für die Farbschnitt- und Kunstliebhaber unter euch, ihr könnt beim Lycro Verlag auf der Homepage
gibt es nämlich neben dem normalen Shop und der Buchübersicht einen extra Reiter. Da findet ihr nämlich alle Exemplare mit Farbschnitt. Und wenn ihr das extra bestellen wollt, der Farbschnitt sieht auch so toll aus. Da ist auch dann das Overlay, die Postkarten und noch ein paar schicke Sachen mit dabei. Also es lohnt sich definitiv. So, das waren meine Bücher. Also eigentlich bis auf die ungeplanten Vorbestellungen wäre ich eigentlich wirklich gut dabei gewesen. Deswegen bin ich trotzdem sehr stolz auf mich. Selbst bei den Manga war ich diesen Monat, finde ich, sehr gut dabei. Da ich nämlich hier stehen. Jetzt darf ich nur schauen, dass ich die Zugehörigen auch alle schön raussortiere. Die gehören da noch dazu. Ja. Zum einen der eigentlich für Dezember vorbestellte Manhwa, der sich dann leider in den Januar verschoben hat, nämlich der zweite Band von Juvelian. Vater, ich will diese Ehe nicht. Oh, ich lieb's. Ich habe den ersten nochmal gereadet und dann den zweiten gleich hinterhergeschoben. Ich fand's so gut. Und ich liebe den Zeichenstil und die Charaktere. Das ist einfach, ja, ich finde es super toll. Es war auch in der Erstauflage vom zweiten Band diese echt schicke Postkarte, die veredelte Postkarte von Prinz Maximilian mit dabei. Und ich freue mich richtig, richtig auf die Fortsetzung. Dann weitere, die neu eingezogen sind, die ich aber mittlerweile auch schon alle gelesen habe, ist zum einen der 10. Band von Liebe ist kein Wettkampf von Aki Iwai. Ich mag diese Reihe ja super, vor allem wegen ihrem Humor und doch immer so dem Hauch von Ernst und Erwachsenwerden, der sich vor allem in den letzten Bänden gut mit eingeschlichen hat. Ich kann die Reihe eigentlich wirklich guten Gewissens empfehlen. Die ersten Bände sind vor allem, finde ich, relativ humorvoll und sehr humorgeladen, was echt witzig ist. Humor ist auch nach wie vor vorhanden, aber hier gehen wir, wie gesagt, schon ein bisschen mehr ins Erwachsenenleben. Ein bisschen ernstere Themen kommen dann auch mit dazu. Aber fand ich auch wieder sehr, sehr toll. Dann habe ich den aktuellen Band, den 5. Band von White Light Ceremony von Shinomo Takayama. Am Anfang war ich ja so ein bisschen unsicher mit den ersten zwei, ob das wirklich so eine Reihe ist, die mich total catchen wird. Aber mittlerweile liebe ich diese Reihe, sie ist so gut. Lieb die Entwicklung, es ist so spannend. Und hier haben wir einen also für mich unfassbar fiesen Cliffhanger, ohne Witz, der mich fast vom Stuhl hat fallen lassen. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und werde innerlich sterben bis zum nächsten Band, der jetzt auch wieder, ich glaube, 2 oder 3 Monate dauern wird. Aber ganz, ganz tolle Reihe, falls ihr gerne so ein bisschen historischen Flair habt, aber vor allem auch so auf Dämonen und Magie steht, bisschen düster, dann könnt euch die gefallen. Eine unter anderem Herzensreihe für mich, weil ich zähle die jetzt einfach mit dem eigentlichen oder mit der Hauptreihe zusammen. Es ist nämlich der 3. Band vom Spin-off zu The Saint's Magic Powers Omnipotent. Hier The Other Saint. Ich liebe diese Reihe. The Saint's Magic Power ist omnipotent. Ich liebe es. Ich habe den Hauptmanga da. Ich habe die Novel da. Ich habe den Anime sogar da, der auch ganz toll ist. Und ich liebe es. Und ich finde es so toll, dass wir mit dem Spin-off The Other Saint auch Eilers Blickwinkel haben, die in der Hauptreihe natürlich auch, zumindest jetzt, im Verlauf der Geschichte immer mehr vorkommt. Hier erleben wir aber die ganze Geschichte auch aus ihrer Sicht. Und das fand ich auch ganz, ganz toll. Ich mag Eira als Protagonistin auch sehr, sehr gern als Charakter. So ein liebes Mädchen, das sich auch zur lieben jungen Frau entwickelt. Und ich bin super gespannt, weil bis hierhin, bis zum 3. Band, spielt Eiras Geschichte wirklich komplett parallel zur Hauptreihe, die im Hauptmanga, glaube ich, auch ungefähr auf der Höhe ist. Ich glaube, ein Band so ein bisschen weiter hinten, aber sehr parallel. Hier hat aber die Autorin und die Mangaka haben hier hinten schon angekündigt, dass sich die Story wohl jetzt etwas lösen wird.
von der Haupthandlung. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf den nächsten Band. Dann stelle ich euch gleich noch den neuen Reinstart vor von einer Mangaka, die ich ja auch super toll fand, mit ihrer ersten Reihe, die vor allem super lustig war. Die neue Reihe hat mir auch wieder sehr gut gefallen, der Reinstart, und ich freue mich schon auf den nächsten Band. Es ist nämlich von Fujimomo, die bekannt ist durch Love Sick Ellie, eine sehr lustige und skurrile, so ein bisschen skurrile Shoujo-Reihe, und das ist der neue Band Definitely Love. Ich fand ihn so toll. Es ist süß, aber nicht zu süß. Es ist cool, wieder humorvoll. Wir haben hier nämlich die junge Risa, Oberschülerin, und super ernst. Ist auf alles vorbereitet, super selbstständig, aber dadurch auch so ein bisschen verloren, würde ich sagen, weil sie dementsprechend, sie hat einfach nicht so den Zugang zu anderen Leuten, ist einfach schon von der Einstellung her ein bisschen erwachsener, hat aber zum Beispiel, was sie auch stört und was ich nachvollziehen kann und auch wirklich irgendwie mega süß und bewegend ist, wahnsinnig Probleme, ihre eigenen Gefühle tatsächlich zu äußern. Und sie begegnet auf einem regnerischen Heimweg, sieht sie auf der Straßenseite einen absolut aufs Übelste verprügelten und zusammengeschlagenen Jungen, den aber alle ignorieren, weil sie Angst haben, dass sie es nicht recht machen können, weil man erkennt, dass er vermutlich von einer Gangschlägerei oder ähnliches dort liegen gelassen wurde. Und das ist ein positiver Punkt durch Risas erwachsene Art und Weise, aber auch so ein bisschen unabhängige Denkweise. Sie kümmert sich jetzt nicht aus dem Nichts um ihn, sondern sie geht eben trotzdem hin und fragt ihn zumindest, ob sie den Notruf anrufen soll oder ob er Hilfe benötigt. Da wirkt er so abweisend, aber was sie dann trotzdem macht, ist, dass sie ihm, glaub, ein Handtuch oder einen Regenschirm da lässt und ihm die Adresse von einem nahegelegenen Krankenhaus gibt, in das er problemlos mit diesen Verletzungen noch hineingehen kann, ohne dass es Probleme gibt. Und dann geht sie eben ihrer Wege. Und kurz darauf trifft sie plötzlich diesen jungen Mann wieder, der vor ihr auftaucht. Und ich finde es ja wirklich witzig, denn der junge Mann ist eigentlich der Anführer von einer recht bekannten Gang. Und er fand Risas Art wahnsinnig toll, dass sie ihn nicht so wie andere liegen gelassen hat, denn er war wirklich schwer verletzt, hätte davon schlimme Verletzungen wegtragen können. Aber er ist dann doch in das Krankenhaus gegangen und hat das Gefühl, jetzt in ihrer Schuld zu stehen und möchte es unglaublich gerne wieder gut machen, denn er ist ein sehr loyaler Mensch und folgt ihr quasi jetzt so auf Schritt und Tritt, was Risa total überfordert. Vor allem kann sie auch nichts damit anfangen, dass jemand ihr etwas zurückgeben möchte, da sie einfach immer selbstständig ist, bis sie einfach in eine Situation stolpert, wo sie doch nicht alleine auskommt und wo ihr eher dann zur Hilfe eilt. Und ja, so kommen sich die beiden in gewisser Art und Weise etwas näher auf, finde ich, sehr sympathische und lustige Art und Weise. Und ich mag die Entwicklung der beiden super gerne, also auch zu sehen, was für einen Einfluss sie aufeinander haben, aber auch die Nebencharaktere, die dann kommen, also sind auch ganz, ganz toll. Ich bin super gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Also mich hat der Auftaktband wirklich echt begeistert. Ich könnte ihn auch wirklich nochmal lesen, weil ich ihn ganz, ganz toll fand. Und freue mich auf die Fortsetzungen da davon. So, dann kommen noch zwei neu zugegangene Fortsetzungen. Zum einen ist das nämlich der 9. Band von Ein Zeichen der Zuneigung von Sumori Shita. Ich mag die Reihe auch sehr, sehr gerne. Ist eine, ja, Mischung aus Yusei und Jojo. Also wir folgen hier der jungen Frau Yuki, die an der Uni ist und gehörlos eben ist,
In dieser Geschichte begegnet sie dann in einer Alltagssituation dem jungen Mann Izumi, der super fasziniert von Yuki ist und von der Gebärdensprache und ihrer Sicht auf die Welt. Denn Izumi ist ein spannender Protagonist. Er ist wahnsinnig viel auch für sein Alter schon unterwegs gewesen, kann oder lernt gerne zig neue Sprachen, weil das so toll findet, wie unterschiedlich Leute kommunizieren, wie die Leute auf der Welt einfach auch unterschiedlich leben. Und Yuki ist auch fasziniert von seiner offenen Art und dass es für Izumi quasi kein Hindernis darstellt. Und wir verfolgen einfach über die Geschichte hinweg die beiden, wie sie sich näher kommen, wie sich das Leben verändert. Und ich finde das so toll. Ich finde es auch echt cool, wie Sumo Rishita das darstellt. Die Geschichte ja quasi aus Yukis Sicht erzählt. Denn Yuki spricht oder kann vor allem natürlich Gebärdensprache, die hat sie gelernt. Sie hat zum Beispiel auch einen Kindheitsfreund, würde ich sagen, der vor ihr vor allem mit Gebärdensprache spricht. Das stellt sie auch super toll dar. Izumi lernt immer mehr Gebärdensprache im Laufe der Zeit. Yuki kann allerdings Lippen lesen und macht das auch im Alltag vor allem, selbst mit ihrer Familie oder zum Beispiel ihre beste Freundin, die hat nicht so das Talent oder tut sich wahnsinnig schwer mit Gebärdensprache. Die reden einfach, also sie redet von den Lippenbewegungen her sehr deutlich, sodass Yuki sie versteht, oder sie kommunizieren dann vor allem quasi schriftlich übers Smartphone oder mit schreiben sich dann einfach gegenseitig, finde ich auch toll. Und das sieht man eben auch. Das sind ganz normal die Sprechblasen, aber wenn zum Beispiel jemand extrem schnell spricht oder undeutlich, womit Yuki gerade nichts anfangen kann oder wo sie sich schwer tut, dann erkennt man das tatsächlich im Text, erkennt man dann die Wörter, die Yuki nicht versteht. Die kann man dann selber nicht so gut lesen. Das fand ich sehr, sehr toll, finde ich auch wirklich cool von der Darstellung. Und ja, ich mag die Reihe wirklich gerne auch. Ist vom Feeling her aber eher eine ruhigere Geschichte, hat an sich auch wenig Drama. Aber ist halt sehr ernst, aber trotzdem noch lieblich und realitätsnah und begleitet einfach durch solche Situationen. Finde ich ganz, ganz toll. Freue ich mich auch schon auf den nächsten Band, wie bei eigentlich allen. Dann eine Reihe, die ich ja wirklich vom ersten Band weg verschlungen habe und jeden Band sehnsüchtig erwarte. Also es ist, glaube ich, unter anderem auch eine der am meist ersehntesten aktuell laufenden Reihen, denn es ist jetzt der sechste Band von Wiedergeburt in Maedaire, die bösartigste Hexe der Welt von Midoriyama. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe, liebe, liebe sie. Jeder Band ist so spannend. Es ist so toll. Die letzten Bände, auch da hier gefühlt endet jeder mit einem echt krassen Cliffhanger. Hier habe ich null damit gerechnet. Und das ist so spannend. Und eigentlich kann man da gar nicht so viel dazu sagen. Am besten schaut ihr euch den selber an, weil es ist eine sehr fantastische Welt. Hier geht es um das Thema Wiedergeburt, wie der Titel schon verlauten lässt. Und wow, es ist so gut gemacht, es ist so spannend. Viele Wendungen, Cliffhanger, wirklich gut. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich habe gesehen, dass es im Original eigentlich auch eine Novel dazu gibt. Also, falls das irgendjemand sieht aus einem Manga-Verlag, dann vielleicht könntet ihr euch ja die Lizenz holen, auch die Novel zu übersetzen. Ich würde sie sofort kaufen und lesen wollen. Ja, hier dazu Wiedergeburt in Maedaire. Und dann zeige ich euch noch kurz die Handvoll Manga, die ich nicht neu gekauft habe, die ich aber trotzdem gelesen habe, und auch die anderen gelesenen Bücher kurz. Aus dem letzten Monat hatte ich nämlich noch offen den dritten Band von Kein Kuss, bevor du 20 bist von Nonoko. Süße Geschichte. Ich sage jetzt mal der Klassiker. Wir haben hier ein
eine junge Frau, die zum Studieren in die Großstadt zieht, vom tiefsten Land aus den Bergen, sehr, sehr blauäugig ist und prompt in echt dubiose Situationen und etwas Geldnot kommt, denn die Großstadt ist teurer, wie sie dachte, wo sie von einem jungen Mann nicht gerettet wird. Aber er hilft ihr und bietet ihr im Gegenzug dann auch eine Stelle als Nebenjob quasi für Haushalt an, wenn er in der Arbeit ist, soll sie doch bitte seine Wohnung putzen und vielleicht was zum Essen herrichten. Die bezahlt er auch ganz gut. Er hat nämlich das Problem, jede seiner Haushälterin hat ihm früher oder später Avancen gemacht, was ihn unglaublich stresst und nervt. Und durch ihre etwas schrobige und naive Art und Weise befürchtet er da recht wenig. Und trotz allem kommen sich die beiden aber etwas näher, was in beiden gewisse Veränderungen und Struggle hervorruft. Ist ein bisschen witzig, süß, ist auch jetzt dann mit dem nächsten Band, mit dem vierten Band schon abgeschlossen. Das Ende allerdings hat mich ein bisschen vom Hocker gehauen, sprichwörtlich, weil ich mit dem Fortschritt nicht gerechnet hätte. Ich glaube, dem hätte ich auch noch ein bisschen Zeit gelassen, aber ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie das Ganze im nächsten Band aufgelöst wird und endet. Ebenfalls aus dem letzten Monat habe ich noch den Einzelband, den neuen von Shiki Chitose gelesen. Jojo nach der Schule sind süße Einzelgeschichten. Da war ich nur ein bisschen perplex. Ich hätte mir tatsächlich von der Klappentext geteaserten und ist auch gleich die erste ein bisschen mehr erwartet, also ein bisschen mehr Zeit und Inhalt. Sind halt aber einfach kurze, süße Geschichten aus dem Alltag von jungen Menschen. Sind ganz goldig und süß für zwischendurch. Dann habe ich den zweiten Band von Chocolate Cosmos gelesen, von Nana Haruta. Da war ja der erste Band in meinem Manga-Adventskalender von Dezember und dementsprechend habe ich da gleich zum zweiten Band gegriffen. Vor allem, weil das noch eine der wenigen Reihen von Nana Haruta war, die ich noch nicht gelesen hatte. Ja, war ganz süß. Ich habe tatsächlich mittlerweile auch schon Band 3 und 4 gelesen, die allerdings jetzt schon quasi in den Februar dann reinzählen. Dann auch ein Band, der letzten Monat erschienen ist. Allerdings habe ich da noch den Band davor gelesen, denn es handelt sich um ein Abschlussband. Ich habe nämlich die Bände 10 und 11 von Color of Happiness gelesen, von Hakuri. Mein Herz. Die Reihe, die hat mich absolut zerstört. Ich habe den 10. damals vor einem halben Jahr, als er erschienen ist, glaube ich, noch nicht gelesen, weil ich wusste, dass der nächste der Abschlussband ist und wahnsinnig viel passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass mich diese Reihe so extrem mitnehmen würde. Ich habe zum Schluss Rotz und Wasser geheult, kann ich auch tatsächlich so sagen. Ja, was ich dazu sagen kann, ist hinten, diese Reihe wird als Romance betitelt, würde ich aber so definitiv absolut gar nicht unterschreiben. Ich weiß auch nicht, wie man dazu kommt, das als Romance zu betiteln. Sorry, Eggman, das tut mir leid, aber es wirkt so fehlleitend und der Romance-Faktor, wenn man ihn überhaupt so nennen möchte, ist minimal. Ich würde das Ganze eher, vermutlich eher in Slice of Life stecken oder in Drama, denn wir folgen hier einem jungen, wirklich jungen Mädchen, die, ich glaube, 14 ist, die aufs Schwerste und das Brutalste misshandelt wird von ihrer Familie und auch Leuten aus ihrem Umfeld, die das ausnutzen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Auch die Darstellung bzw. die Rückblenden sind nichts für schwache Nerven. Also die sich auch über im Laufe der Geschichte immer an Rückblenden zeigen, ist schon hart. Also dieses Mädchen hat viel durchgemacht. Ich musste auch wirklich einige Male sehr schlucken. Es hat mich sehr mitgenommen.
Und auch die Ausgangssituation ist ja, dieses Mädchen sieht zwar ihr neues Leben, dadurch kommen, sie wird nämlich, salopp gesagt, von ihrem Stalker entführt, schrägstrich gerettet. Denn das junge Mädchen hat einen Stalker, der das Ganze durch seine Tätigkeit früher oder später mitbekommt, wie extrem dieses Mädchen in den eigenen vier Wänden und auch in den anderen Alltagssituationen misshandelt wird, was für Verletzungen sie davon trägt. Und er hat sich im Endeffekt dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen und das Mädchen zu entführen. Man erfährt dann noch einiges über den, ich sage jetzt mal, über den Stalker und über den Täter. Wieso er das getan hat, was seine Beweggründe sind, wer er und so weiter ist. Und die beiden beschließen dann eben den Pakt oder möchten das nutzen, um beide ein neues Leben zu beginnen. Es entwickeln sich natürlich Bindungen zwischen diesen zweien, die man vielleicht als romantisch bezeichnen könnte, die aber nicht in diesem Maße romantisch sind und auch enden. Dementsprechend nochmal der Hinweis, für mich ist es kein Romance. Und ja, also diese 11 Bände haben mich emotional so mitgerissen. Es ist tiefgründig, es ist brutal tragisch, auch bis zum Ende hin. Und ja, ich musste zum Ende hin wirklich sehr oft weinen und mir die Augen mit dem Taschentuch abtupfen. Also falls ihr mal was anderes sucht, was Emotionales und Spannendes, dann solltet ihr euch wirklich Color of Happiness mal angucken. Die Reihe habe ich nämlich kaum auf Social Media gesehen. Ist auch, glaube ich, gar nicht so bekannt. Was sehr schade ist. Ja, und dann, genau, da habe ich sie, wollte ich euch noch so kurz quasi meine Bücher zeigen, die ich gelesen habe. Zum einen habe ich endlich Caravelle gelesen, den ersten Band, Remember It's Only a Game. Ich habe hier das englische Hardcover, da habe ich nämlich den englischen wunderschönen HC-Schuber. Und ich denke, die meisten von euch kennen Caravelle. Es ist ein Buch, das schon seit Jahren immer wieder gehypt wird, auch immer noch gehypt wird. Und vor allem jetzt durch ihr neues Buch, Once Upon a Broken Heart, auch wieder gut am Trenden ist, weil es ja heißt, dass man das am besten vorher lesen sollte. Für mich hat sich das gut geeignet, denn ich bin seit diesem Monat in der Lese-WG und wir versuchen jeden Monat ein gemeinsames Buch zu lesen, über das wir uns am Ende des Monats unterhalten. Und das war jetzt im Januar Caravelle. Ich habe es noch geschafft, die ersten 2 Wochen mich an die wöchentlichen Lesenphasen zu halten und ab der dritten fand ich es so spannend, dass ich es dann fertig gelesen habe. Ja. Also fand ich sehr gut. Ein Buch, das ich innerhalb von 2 Tagen wieder inhaliert habe und stimmt, das auch ein Neuzugang diesen Monats war, das ich aber sofort vom Sub befreit habe. Es ist nämlich der 9. Band von Benji Levy, Lügen für Laien. Ich habe es wieder geliebt. Also ihr wisst mittlerweile vielleicht, dass ich Benji Levy einfach wahnsinnig liebe. Es ist so eine richtig schöne Wohlfühl- und Lieblingsreihe mittlerweile von mir. Das ist jetzt der 9. Band, der im Januar rauskam und ich habe ihn natürlich direkt gelesen. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Und ich fand es sehr cool, dass wir hier endlich die Geheimnisse von Livys Vergangenheit auch gelüftet bekommen. Sehr, sehr spannend, auch wieder ganz, ganz toll. Hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich noch ein Buch als E-Book gelesen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, dann blende ich es euch noch ein, das Cover. Und zwar von Ellie J. Kalm habe ich Every Piece of You gelesen. Das ist der erste Band von ihrer New Adult Trilogie, glaube ich auch. Ali habe ich durch TikTok entdeckt. Ich glaube, es war TikTok. Da folge ich ihr auch und mochte immer ihre TikToks zu ihren Geschichten. Sie hat ja mittlerweile auch wirklich mehrere Bücher geschrieben. Und dann habe ich eben ihren ersten Teil dort als E-Book entdeckt und habe mir das geholt und habe es auch recht flott gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich schön, berührend, kein unnötig extremes Drama. Das fand ich sehr sympathisch. Das mag ich immer sehr gerne, wenn es kein unnötig
konstruiertes Drama ist, keine unnötig konstruierten Missverständnisse. Zur Info, es ist Second Chance. Ich mag das persönlich ja sehr, sehr gerne. Vor allem kombiniert ohne Missverständnisse und ohne unnötiges Drama. Es geht um Aufarbeitung und ja, Weiterentwicklung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich werde mir Band 2 und 3 vermutlich auch auf die Wunschliste setzen, weil da natürlich schon ein paar Charaktere angeteasert wurden, auf die ich jetzt auch neugierig bin. Dann habe ich noch zwei Bücher angefangen. Das eine, bemerke ich gerade, habe ich unten im Esszimmer vergessen. Entweder blende ich es euch auch ein vom Cover, aber ansonsten habe ich es euch schon oft genug gezeigt. Es ist nämlich Beast Academy, Agravins Geheimnis von Vanessa Jeckert. Der unglaublich dicke Schinken. Ich lese jetzt schon seit Anfang Januar dran. Das hat ja gut über 700 Seiten. Ich habe jetzt zum Ende Januar eigentlich genau die Hälfte. Ich wäre vermutlich schneller dran, wenn ich nicht sämtliche Szenen, die ich toll finde oder unglaublich gut finde, mehrfach lesen würde. Gefühlt habe ich die erste Buchhälfte jetzt schon dreimal gelesen. Ich habe auch schon allein in der ersten Hälfte gefühlt sämtliche meiner Post-its und Marker eingesetzt. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Also dass die Welt mit den Fabelwesen, die Protagonistin Mira und auch Eden als männlichen Protagonisten und die Welt der Wandler und Fabelwesen und dieses coole Natur Academy Setting. Wirklich, wirklich toll. Entschuldigung. Ja. Und das werde ich noch weiterlesen, aber das habe ich schon begonnen. Werde ich auch definitiv jetzt im Februar beenden. Mal schauen, wie viele Szenen ich nochmal doppelt und dreifach lese. Aber ja. Und ein weiteres Buch, das ich begonnen habe. Begonnen nur in dem Sinn, weil ich es im Buddy Read mit meiner Book Bestie lese, die leider arbeitsbedingt gerade so gar keine Zeit hat. Deswegen muss das Buch jetzt leider etwas warten, wobei wir schon geschrieben haben, eventuell, wenn es bei ihr nicht besser wird mit der Arbeitsbelastung gerade, dann werde ich es wohl alleine fertig lesen, bevor es auf dem angefangenen und Substapel landet. Es ist nämlich Lichterglanz, wo Träume wahr werden. Band 1 der Lovelight Farms von B.K. Borison. Das habe ich ein bisschen öfter auf Social Media gesehen, allerdings auch nicht ganz so oft. Ich habe hier ein Mängelexemplar der Bücherbüchse mit diesem super schönen weihnachtlichen Farbschnitt und habe die ersten 5 oder 6 Kapitel gelesen. Hat mir bis dahin super gut gefallen und wie gesagt, ich hätte es auch wahrscheinlich fertig gelesen, wenn ich nicht gewartet hätte. Das Setting gefällt mir unglaublich gut. Unsere junge Frau Protagonistin, die Stella, hat eine Christbaumfarm, was ich so cool finde, die aber allerdings leider kurz vorm Pleitegehen ist, weil sie vielleicht, könnte man sagen, etwas über den Tisch gezogen wurde vom Vorinhaber, denn sie hat auch jede Menge Schulden mit übernommen, von denen sie beim Unterschreiben des Kaufvertrags nicht unbedingt wusste, also Schulden und ausstehende Sachen bei Partnern und Händlern. Etwas ungünstig, aber passiert ist passiert. Und sie bekommt aber dann die Chance, bei einem Feature mit einer sehr bekannten Influencerin, einer sehr bekannten Reiseinfluencerin mitzumachen, die besondere Orte und quasi Reisegeheimtipps zeigt. Und schriftlich und von der Aufmachung von dieser Christbaumfarm sehr begeistert war, weil eigentlich sollte das wie ein Erlebnisgebiet sein. Also nicht nur, man sucht sich einen Christbaum auf, sondern sie haben auch eine Bäckerin, die unglaublich cool ist, aber quasi schön mit Plätzchen und Kuchen und man trinkt heißen Kakao und Tee und ein bisschen Musik und das Christbaumkaufen einfach zu einem tollen Familienereignis, schönes Weihnachtserlebnis. Ja, und eigentlich möchte sie das natürlich weiterhin bieten können und umsetzen. Und das einzige Problem ist, dass diese Influencerin wahnsinniger Fan natürlich auch von schönen Liebesgeschichten und romantischen Orten ist. Die Christbaumfarm ist
gedacht natürlich romantisch, allerdings ist Stella eine jahrelange Single-Dame, da sie natürlich auch schon jahrelang Gefühle für eine bestimmte Person hegt. Und sie jetzt vor der Zwickmühle steht, dass die Influencerin vielleicht irgendwie in der Annahme ist, dass Stella einen mindestens Verlobten, eventuell auch Mann oder Freund hat, der natürlich nicht existent ist. Und nachdem ganz viele Männer in ihrem Umkreis ihr abspringen als potenzielle Partner, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihren allerbesten Freund seit 10 Jahren und heimlicher Liebe tatsächlich zu fragen, der zu ihrer Überraschung sofort zustimmt. Und ich liebe es. Es sind zwar erst 6 Kapitel oder so, die ich gelesen habe, aber es ist so, es ist schön leicht, es ist ein bisschen witzig. Ich liebe die beiden. Also Luca und Stella sind super. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und werde ich im Februar definitiv fertig lesen. Und dann habe ich zu guter Letzt noch ein Hörbuch angefangen, das ich im Februar hoffentlich auch beende. Das blende ich euch jetzt ein, wenn ich es auch nicht vergesse. Und zwar ist es nämlich der 2. Band von Indigo Wild. Ist eine spannende, bisschen abstruse, fantastische Kinderbuchserie, wo wir Indigo und ihren kleinen Bruder begleiten, die in einem speziellen Haus wohnen. Denn sie wurden beide von ihren Eltern, beides spezielle Abenteurer, adoptiert, die Wissenschaftler und Forscher sind, viel unterwegs, die nach spannenden, unbekannten Wesen und Tieren suchen, die es so laut uns nicht gibt. Also sprechende Lamas, Trolle, also feuerspeiende Kaninchen, fliegende Bären, also von allem etwas. Und im 2. Band geht es darum, dass Indigo und ihr Bruder mitgeteilt bekommen, dass ihre Eltern wohl verschwunden sind und sie Hilfe brauchen. Und natürlich wollen Indigo und ihr Bruder, der stumm ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob taubstumm, aber auf alle Fälle stumm. Super süß auch und auch ganz toll mit eingewebt. Ja, die beiden machen sich dann mit der Botschafterin bzw. der Überbringerin dieser traurigen Nachricht auf den Weg ins neue Abenteuer, um ihre Eltern zu finden und hoffentlich zu retten. Da habe ich auch fast die Hälfte und bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, das war jetzt mein Monatsrückblick mit meinen Neuzugängen und meinen gelesenen Sachen. Bin gespannt, könnt mir gerne schreiben, wie viel durft ihr bei euch einziehen, was habt ihr so mengenmäßig gelesen, kennt ihr schon was davon? Ich freue mich über jeden Kommentar von euch und freue mich natürlich immer, wenn ich mich mit euch unterhalten kann. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen und sag dann bis zum nächsten Mal.